Alle drei Städte haben ihre Reize. In Güstrow, einer kleinen Stadt im schönen Mecklenburg-Vorpommern, bin ich in einem oppositionellen Pfarrhaushalt groß geworden. Eine Kleinstadt ist wunderbar zum Aufwachsen, weil man seinen eigenen Lebensraum zu Fuß und mit dem Fahrrad selbstständig und frei erschließen kann. Mein Zivildienst, mein Studium und meine erste Arbeit habe ich in den pulsierenden und internationalen Großstädten wie Berlin, Boston, London und Kapstadt verbracht. Genau das Richtige für diese Lebensphase. Meine letzten 4 Jahre habe ich nun in Wittenberg verbracht, mit einem herrlichen und verkehrsberuhigten Innenstadt-Flair, was ich sehr genossen habe. Und man braucht keine Viertelstunde, um vom Arbeitsplatz beispielsweise auf dem Elbradweg oder am Bootshaus an der Elbe zu sein oder in der Natur in Richtung Fleming sozusagen sich in freier Natur zu bewegen. Das UNESCO-Weltkulturerbe zu Luther und den Reformatoren Bugenhagen, Melanchthon, aber auch zu Kranach verzaubern und prägen weiterhin diese Stadt mit ihren vielen internationalen Touristen. Und das ist genau das, was dieses Flair ausmacht. Wenn man eine nahegelegene Großstadt will, so sind Berlin beispielsweise mit 35 Minuten und Leipzig mit 30 Minuten schnell mit dem Zug zu erreichen. Das ist eine zusätzliche Spannende an Wittenberg ist, dass es eine Kernstadt hat, aber auch 10 Ortsteile im ländlichen Raum bzw. ehemaligen Dörfern. Brüssel ist als Sitz des Europäischen Parlaments und der Kommission sehr international und damit eine besondere europäische Großstadt. Ich bleibe jedoch weiter in Wittenberg wohnen und ich fühle mich dort auch sehr zu Hause und schätze dann die Ruhe, in Wittenberg zu sein und in die umgebende Natur zu gehen nach den vollen Wochen in Brüssel und in Straßburg. Für mich ist es eine große Freude, zurück nach Ostdeutschland zurückzukommen und jetzt für Ostdeutschland zu arbeiten. Ich habe mehrere internationale Stationen erlebt und ich habe es bewusst getan. Es gibt auch ein Netzwerk, dem ich angehöre, das ist das dritte Generation Ostdeutschland, wo sich junge Ostdeutsche in den Jahrgängen von 76 bis 85 Gedanken machen, wie wir Ostdeutschland stärker entwickeln können bzw. auch die Vorzüge in Ostdeutschland sichtbar machen können. Für Wittenberg und die Umgebung zu werben ist einfach mit all diesen bereits genannten Vorzügen, die Wittenberg hat. Aber wenn junge Frauen, auch teilweise mit internationalen Erfahrungen, nun sozusagen in diese mittelständischen Unternehmen bei uns, im Tourismus oder auch durch die Selbstständigkeit, mit schneller Erreichbarkeit zu den größeren Städten sich einbringen, so gibt es hier gute Möglichkeiten, Fuß zu fassen. Für junge Frauen, die mit ihren Partner oder Partnerin eine Familie gründen wollen, gibt es gute Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche. Und bald entsteht sogar ein bilingualer Kindergarten in der Lutherstadt Wittenberg. In Dessau-Roßlau gibt es zudem einen Kindergarten, der frühe und lange Öffnungszeiten hat und damit auch Schichten ermöglicht. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass das Gesamtpaket stimmt. Zum einen muss es Möglichkeiten geben, sich beruflich zu entfalten, egal ob in einem Unternehmen oder selbstständig mit eigenen kreativen Ideen. Dazu sind kleine, starke, regionale, kulturelle und wirtschaftliche Initiativen und Netzwerke notwendig, die eine Region überhaupt erst lebenswert machen. Neben Initiativen in Sachsen-Anhalt ist die Region in der Uckermark ein gutes Beispiel dafür. In Phasen der Familienplanung ist es ebenso wichtig, dass es genügend gute und interessante Betreuungs- und Bildungsangebote gibt. Gute Verbindungen von Bus und Bahn, aber auch ein vielseitiges Kultur- und Sportangebot für die ganze Familie. Es wäre mein Wunsch, wenn die EU regionale Netzwerkbildung für alle Bereiche, Bildung, medizinische Versorgung, berufliche und kulturelle, stärker langfristig auch unterstützt und auch mobile und innovative Lösungen für den ländlichen Raum fördert. Ein weiterer Schwerpunkt ist die berufliche Entwicklung und die Weiterbildung von jungen Frauen. Sie sind es, die am ersten abwandern, weil sie oft für sich keine berufliche Perspektive sehen. Ihre berufliche Förderung und ihr Bleiben sind für die ländlichen Regionen überlebenswichtig. Mit Blick auf Wittenberg verweise ich natürlich als erstes auf die schöne Natur mit den weiten Elbwiesen. Da kann man wunderbar paddeln, wie ich selber gerne tue. Aber auch die Nähe zu kulturellen Highlights wie das Bauhaus, das Dessau-Wörlitzer Gartenreich und natürlich die vielen Aktivitäten zum Reformationsjubiläum in der Stadt.
Auf dem Land und in der vermeintlichen Provinz ist oft viel mehr los, als man denkt. Das betrifft auch die Unternehmen, die wir haben, die international aufgestellt sind und auch gleichzeitig gute Arbeitsmöglichkeiten vor Ort ermöglichen. Dankeschön.